Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und ich wollte euch heute mal zeigen, wie man Plätze unter Obstbäumen ganz gut nutzen kann. Und zwar in dem Fall, um Kartoffeln anzubauen. Also es ist eine schon recht ungewöhnliche Angelegenheit, weil im Normalfall, ja, wenn man Kartoffeln anbaut, dann hat man ja so schöne Beete. Man häufelt die Kartoffeln an, man kümmert sich da so regelrecht richtig schön drum. Ja, in dem Fall ist es natürlich alles andere als der ideale Nährboden für Kartoffeln, aber sie wachsen. Sie wachsen, sie wuchern. Man hier wunderbar sehen, was das für riesige, hohe Kartoffeln schon geworden sind. Gut, ich hoffe, die werden natürlich auch unterirdisch auch genauso schön wuchern wie oberirdisch. Das kann man jetzt natürlich noch nicht sehen, dafür ist es noch zu früh. Aber diese Idee, die ist einfach dadurch entstanden, weil ich einen Kartoffelturm gebaut habe. Das zeige ich euch mal kurz. Und zwar das hier. So. Das ist Paul. Paul ist ein Kartoffelturm und für diesen Kartoffelturm, da hatte ich halt Pflanzkartoffeln gekauft. Hatte natürlich jetzt nicht so unbedingt die Ahnung, wie viel man da braucht und da hatte ich irgendwie, keine Ahnung, so ein 2-Kilo-Beutelchen. War natürlich viel zu viel für einen 4-etagigen Paul. Und dann waren die Kartoffeln über und dachte, ja, das ist ja auch schade, weil essen wollte ich die jetzt nicht so gerne, weil da schon so Keime rauskamen. Aber da dachte ich so, na gut, da unter den Obstbäumen, da ist ja eh noch ziemlich viel freie Fläche, da wächst ja eigentlich nur Unkraut und vielleicht gelegentlich mal so ein bisschen ja, pflanzt irgendwelche Blumen da, blühende Blumen. Und da habe ich die jetzt reingesteckt. Und wenn wir mal gucken, also jetzt ist es ja noch sehr, sehr zeitig im Jahr, wenn wir in ein paar Wochen mal gucken, wie sich die entwickelt haben und was noch interessanter sein wird, ob die tatsächlich dann auch es irgendwie geschafft haben, dann auch Knollen zu bilden. So, hier kann man jetzt ganz wunderschön sehen. Jetzt sind ungefähr 4-5 Wochen vergangen seit meinem letzten Kartoffelvideo. Und hier sieht man, dass diese Kartoffeln, die ja nun total unkonventionell irgendwo in die Erde gesteckt wurden, dass die tatsächlich anfangen, Blüten zu bilden. Jetzt nicht alle, also wenn wir ganz ehrlich sind, also ich habe jetzt genau natürlich die gefilmt, wo Blüten sind, die in den hinteren Gefilden. Und da gucken mag, da sind jetzt noch keine Blüten. Aber dadurch, dass die hier schon angefangen haben, kann man davon ausgehen, dass die anderen wahrscheinlich auch so die ein oder andere Blüte hervorbringen werden. Und das wiederum heißt, dass da wahrscheinlich dann auch Kartoffeln kommen werden. Mal gucken, was Paul macht. Paul, der Kartoffelturm. So, Paul steht ebenfalls in voller Pracht. Auch ohne Blüten, das muss man leider noch sagen. Also wir haben jetzt inzwischen Mitte Juli und es hat sich noch keine, also wirklich keine einzige Blüte hier irgendwie gebildet. Aber ich glaube, dass, also ich, wahrscheinlich wird das noch kommen und ja, also ich hoffe, es wird kommen, sagen wir mal so. Aber auf jeden Fall sieht er fantastisch aus, dieser Paul hier mit seinem ganzen Blattwerk und seinen ja, fröhlichen Trieben. Und wenn er unterirdisch genauso fleißig ist wie überirdisch, dann ja, muss ich mir schon mal einen zweiten Keller wahrscheinlich irgendwo anmieten, um die ganzen Kartoffeln dann auch zu lagern. Ja, das wird ein sehr, sehr, sehr gutes Kartoffeljahr, hoffe ich. So, heute ist die Stunde der Wahrheit und wir wollen mal gucken, ob bzw. wie viele Kartoffeln tatsächlich hier gewachsen sind in diesem etwas unkonventionellen Kartoffelbeet. Dieses Kraut hier, dieses Kartoffelkraut, was ihr hier seht, das ist jetzt richtig schön eingetrocknet. Das ist auch schon bestimmt 3 Wochen eingetrocknet, weil man sagt ja immer, das ist ungefähr 2 bis 3 Wochen nach dem Trocknen des Krautes, dass das der beste Zeitpunkt für eine Kartoffelernte ist. Und man soll sich einen trockenen Tag aussuchen. Gut, der Tag ist heute trocken. Also heute Nacht hat es ein bisschen geregnet, aber jetzt ist es trocken. Und wir wollen dann tatsächlich mal schauen, ob wir hier die eine oder andere Kartoffel finden. Das würde man ja normalerweise mit einer, so einer großen Grabegabel machen. Aber also ganz so selbstbewusst will ich jetzt an diese Sache doch nicht rangehen. Ich denke, so ein kleiner Dreizack, der wird hier jetzt wahrscheinlich wirklich tatsächlich genügen. Und also mal gucken, also das Kraut, das ist so auf jeden Fall mehr als trocken. Das ist auch ein bisschen störend jetzt hier gerade. Aber mit etwas Glück haben wir eine Kartoffel. Also kann natürlich auch sein, dass es die Pflanzkartoffel war, weil die auch schon tatsächlich sehr groß ist. Aber mal sehen. Hier ist noch eine. Also es ist jetzt nicht so, dass es hier gar keine Kartoffeln gibt.
Ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich hier irgendwie zentnerweise jetzt gerade ernten muss. Aber die eine oder andere kleine niedliche Kartoffel ist tatsächlich da. Und es ist wunderschön nach Erde duften. Und der Boden ist hier auch so schön locker. Und hier schon wieder so eine große. Naja, von der Größe überschaubar. Aber das macht ja nichts, weil man die als Pellkartoffeln isst, zum Beispiel Pellkartoffeln mit Butter. Das ist ein fantastisches Essen. Und da können die durchaus klein. Oh, jetzt habe ich eine kaputt gemacht. Egal. Da können die durchaus klein sein. Das ist nicht weiter schlimm. Die ist hier leider ein bisschen grün hier oben. Wahrscheinlich zu nah an der Erdoberfläche, dass sie da Wärme abbekommen hat. Das mögen ja Kartoffeln so überhaupt nicht. Und im grünen Zustand soll man die natürlich auch nicht essen. Weil die dann leider giftig sind. Aber hier haben wir eine Blumenzwiebel, was auch immer sie im Kartoffelbeet bzw. unter den Obstbäumen macht. Aber egal, im nächsten Frühjahr freuen wir uns. Und es sind tatsächlich welche da. So, schaut euch das an. Das ist die Ausbeute alleine von diesem kleinen Stückchen unterhalb der Obstbäume. Die, ja, ein Beet, wo normalerweise ja nun überhaupt gar nichts gewachsen wäre. Und das sind locker noch bestimmt 2 Kilo Kartoffeln, würde ich sagen. Aber das war ja noch nicht alles, denn wir haben ja noch Paul. Paul, den Kartoffelturm. So, der Paul, der Kartoffelturm, der hat jetzt den ganzen Sommer hier so treu und brav gewartet. Und ja, offensichtlich hat er den Kartoffelpflanzen ganz gut getan, denn sie haben wunderschöne Triebe gebildet. Ich hatte es euch ja immer gezeigt. Jetzt sind sie ebenfalls eingetrocknet und ja, jetzt ist der arme Paul voller Vogelbeeren, weil die leider von da oben runtergefallen sind. Aber ich glaube, das macht auch nichts. Interessant wird es halt nur, ob er tatsächlich auch Kartoffeln irgendwie hervorgebracht hat. Also hier ist schon mal so eine verrottete irgendwie Pflanzkartoffel. Das ist natürlich schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, dass wir die nicht aus Versehen noch mit ernten werden und denken, oh, wie geil, was für schöne Kartoffeln. So, mal gucken, was er sonst noch so zu bieten hat. 1, 2. Ja, hier sind tatsächlich richtig, richtig viele Kartoffeln. Also, das, ich hoffe, ihr seht das hier so. Das ist jetzt eine Handvoll nur aus der einen Ecke von der einen Etage von Paul. Und wir haben ja noch 3 weitere Ecken und 3 weitere Etagen. Also mal gucken, was sich da so ergibt. Also bislang sieht das schon nach einer anständigen Mahlzeit aus. So, und während ihr jetzt auf der linken Seite die Kartoffeln seht, die wir eben aus der Erde geholt haben, sind rechts diejenigen, die von Paul kommen. Das sind hier alles die Paul-Kartoffeln. Also man sieht, sie sind ein bisschen sauberer als die aus dem Gartenboden, sind allerdings auch noch ein Ticken kleiner. Aber das macht ja auch überhaupt nichts, weil A, kann man sie vielleicht nächstes Jahr schon ein bisschen eher stecken, dass sie dann auch mehr Zeit haben zum Wachsen. Und B, so niedliche kleine Kartoffeln mit Butter oder wie das sehr gerne gerade auch im hessischen Raum gemacht wird mit einer grünen Soße. Das ist ja auch ein ganz wunderbares Essen. Also es wird jetzt keine 10-köpfige Familie die nächsten 3 Monate davon satt. Aber es ist immerhin eine Ausbeute. Und der Paul, wie ihr seht, der Paul steht da immer noch ganz munter rum. Man könnte jetzt diese Erde, die da drin ist, könnte man irgendwo jetzt auf den Kompost tun oder auf einen normalen Gartenboden werfen. Aber in diesen einzelnen Behältnissen von Paul, da wohnen ganz, ganz viele Tierchen. Da waren Asseln und so Ohrenkneifer und so die ganz viele andere Bodenlebewesen. Und ich glaube, die möchten da auch ganz gerne überwintern. Und deswegen wird der Paul da auch stehen bleiben. Ich meine, das stört da ja keinen. Das ist ja nicht weiter schlimm. Und hier wollte ich euch ganz gerne zeigen. Hier ist eine Pflanzkartoffel. Also nicht, dass jetzt irgendeiner sagt, oh Mensch, hier die Garten-Elli, die erntet hier irgendwie Pflanzkartoffeln und ist noch voll stolz drauf. Die Pflanzkartoffeln, die meisten, die waren sowieso schon so matschig und verfault, dass man sie gar nicht mehr als solche identifizieren konnte. Aber diese hier, das sieht man noch sehr, sehr schön, die ist, ja, hängt quasi an dem Trieb dran, den sie damals gebildet hatte, aber ist, ja, ist hinüber. Es ist eine Pflanzkartoffel, die ihren Dienst getan hat.
Und hier ist eine weitere Stelle, wo sehr gerne Kartoffeln wachsen. Allerdings habe ich sie dort nicht kultiviert, sondern die bilden sich da jedes Jahr von alleine. Und zwar der Komposthaufen. Das ist ganz nachvollziehbar, weil wenn man Kartoffelschalen und ja, manchmal auch keimende Kartoffeln auf den Kompost wirft, entwickeln sich natürlich da sehr gut in diesem wunderbaren Boden. Das ist ein fantastisches Substrat. Und dort kommen Jahr für Jahr Kartoffeln. Allerdings sind die meistens, muss ich sagen, leider ja, entweder sehr, sehr grün oder aus anderen Gründen irgendwie nicht ganz so schön. Aber wir gucken uns das mal an, was das dieses Jahr geworden ist, falls ich da hinkomme, ohne dass ich mich jetzt hier total peinlich mache. Hier ist zum Beispiel schon so eine, was ich euch gesagt hatte, die ist halt grün. Diese Kartoffel ist grün und hat so Pickel, sage ich mal. Also die möchte man definitiv nicht essen. Das steht fest. Aber hier ist die Mama-Kartoffel. Also das ist definitiv keine, die sich hier selbst gebildet hat. Das ist die, die als, ja, als Pflanzkartoffel quasi versehentlich fungiert hatte. Aber hier sind jetzt auch keine weiteren kleinen Kartoffeln zu sehen. Hier sind tatsächlich nur die, hier ist noch eine Pflanzkartoffel und eine ganz winzig kleine grüne, die jetzt auch nicht erwähnenswert ist. Aber hier ist noch eine kleine, die aber selber schon irgendwie wieder Keime gebildet hat. Also dieses Jahr ist hier nichts mit Kartoffeln. Aber ansonsten müsst ihr tatsächlich mal darauf achten, wenn ihr einen Kompost habt. Oh, hier ist ein Nest von Tausenden von Asseln. Die Asseln, die haben mich jetzt hier gestört aus Versehen. Naja gut, also ihr müsst auf jeden Fall, solltet darauf achten, wenn ihr einen Kompost habt und da Kartoffelreste drauf getan habt, ob sich da eventuell tatsächlich auch Kartoffeln entwickeln, die man dann auch essen kann. So ihr Lieben, und was haben wir dieses Jahr über Kartoffelanbau im eigenen Garten gelernt? A, man muss kein riesengroßes Feld haben oder ein ganz großes Beet, was ausschließlich für Kartoffeln gedacht ist, wo man wahrscheinlich einen höheren Ertrag gewinnen wird. Mit Sicherheit wird man das tun. Aber halt, man braucht auch den Platz und halt auch sehr viel mehr Arbeit. Zum einen geht es halt auch offensichtlich unter Obstgehölzen. Wahrscheinlich geht es auch überall anders, wo halbwegs die Erde so ist, dass da die Kartoffeln reinpassen. Wir werden es ausprobieren, mal gucken. B, Paul, der Kartoffelturm, ist super. Also Paul Potato ist ein ganz fantastischer Hilfsarbeiter sozusagen, wenn es um die Kultivierung von Kartoffeln geht. Wie gesagt, die sind sauber. Also die sieht tatsächlich, ne, wenn man jetzt mal so im Vergleich, sieht die aus, als ob die gewaschen wäre. Kann natürlich auch mit der Tatsache zusammenhängen, dass in den unteren Bereichen von Paul, dass es dann nicht so unglaublich nass war und die Erde demzufolge nicht haften blieb, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, Paul macht seine Arbeit wunderbar. Er wird nächstes Jahr eher in Betrieb genommen, damit auch tatsächlich noch mehr Kartoffeln sich bilden werden. Das haben wir gelernt. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass es demnächst irgendwann, morgen vielleicht schon, mal gucken, Pellkartoffeln mit Butter geben wird. Das steht fest. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Und ihr liked es, ihr abonniert meinen Kanal und ihr baut vielleicht nächstes Jahr selber Kartoffeln an Plätzen an, wo gemeinhin nicht unbedingt Kartoffeln angebaut werden.